Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Und wir befinden uns hier schon an unserem Hofsilo, weil ich gesehen habe, wir haben noch ein bisschen Raps, 14.000 Liter. Und den werden wir mal gemütlich hier zur Raffinerie bringen. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen, ich glaube, ich nehme diesen Kurs, damit wir am Ende den Tankwagen auch wieder mit zurücknehmen können. Weil wenn wir den Hof, Raffinerie Hofkurs nehmen, oder Rapskurs, muss man raus hier, dann fährt unser LKW direkt wieder hierher zurück und wir können den nicht anhalten. Das ist etwas ungeschickt. Oh, Trigger anhalten. Und schön abfahren lassen. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit, da Feld 9 immer noch nicht so weit, 19 immer noch nicht die dritte Erntereife erreicht hat, kümmern wir uns jetzt noch um, bam, das hier. Wir haben endlich den Semi-Tripper hier am Heizkraftwerk und werden jetzt mal genüsslich abladen und gucken, wie viel Geld dabei rumkommt. Ist schon eine recht schöne Sache. Auch in unserem schönen neuen Gelb. Ich habe die Farbe geändert, wie ich es angekündigt hatte. So sieht es einfach schöner aus. So. Und wenn wir das erledigt haben, dann werde ich, glaube ich, einen neuen Feldrandkurs einfahren. Für das Feld 10 und die 8. Die 8 hatte ich ja eigentlich schon eingefahren. Und zwar, um das Silo bei den Kühen zu befüllen. Oder was können wir sonst im Moment machen? Ah, genau, ich kann euch noch das hier zeigen. Hier gibt es inzwischen einen Stoffrolle MK Ankauf. Und er gibt uns... Im Moment. Moment, kriege ich die Wolle auch noch drauf? Nee. Also für Wolle kriegen wir im Moment 8.500. Und für die Stoffrollen würden wir im Moment schon knapp 12.000 kriegen. So, 17.900 Öcken haben wir dafür gekriegt. Für die das bisschen Hackschnitzel hier. Ist ganz schön eng hier reinzufahren. Aber es funktioniert. Rausfahren wir jetzt einfach mal ein bisschen einen größeren Bogen. Hüchse. Wir stellen den Semi-Tripper auch gleich wieder drüben hin. Dann kann der sofort wieder befüllt werden. Hinpassen tut er auch ganz knapp. Es bleibt nur ein bisschen Platz, um davon wegzufahren. Wenn auch nicht viel, weil der einfach sehr lang ist. So. Aber das reicht, um vorne dran vorbeizukommen. Jetzt werde ich gerade mal hier die Paletten nochmal doch richtig sortieren. Beziehungsweise abladen. So, ich wollte eigentlich den Arbeitsmodus beenden. Aber die Dolly war noch aktiv. Ich bring das mal gerade rüber. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Um 22 Uhr schließen die Tore. Um 22 Uhr fängt auch die schnelle Nacht an. Das heißt, wir müssen ungefähr... ich denke so um 21 Uhr... oder 20.30 Uhr sollten wir dann mit dem Abernten von Feld 19 beginnen.
damit wir vor der Nacht fertig sind. Oh, das war knapp. Sonst kommen wir nämlich in die Nacht rein. In der haben wir eine 80-fache Beschleunigung der Zeit. Und das wäre nicht so gut, weil dann könnte es sein, dass uns das Restfeld verdorrt. Oh, zu viel Schub. So, unser Tatra 8x8 ist schon angekommen. Ich möchte nur noch kurz den hier richtig hinstellen. Und Moment, wir könnten noch mal den John Weir da hochschicken. Zum Gewächshaus. Der ist genau der richtige Traktor dafür. Genügend Leistung. Ah, der sucht jetzt den neuen Anfangspunkt. Das ist nicht doof. Etwas doof. Jetzt hat er hin. So. 8x8, komm her. Was wir auch noch haben, sind über 50.000 Liter Soja. Die könnten wir eigentlich auch mal zur Verarbeitung bringen. Ich werde jetzt hier den Diesel mitnehmen, das sind über 11.000 Liter, die kommen an den Hof. Die kommen an den Hof, um dort die Maschinen zu befüllen. Da ist ja noch was drin. Und dann haben wir ja doch viel mehr. Dann haben wir über 22.000 Liter. Ich den hier gleich mal so ein bisschen betanken. Ja, das geht. Über 22.000 Liter Diesel schon wieder. Den können wir hier leider nirgends verkaufen. Da bleibt sogar ein Rest mit drin. Weil in das Fass gehen, glaube ich, bloß 22.500. Oh, ist der voll. Ist sehr gut, ist ja gut. Wir können unseren eigenen Biodiesel fahren. Dadurch sparen wir uns zukünftig einiges an Kosten. So, was es glaube ich nicht gibt, ist ein Kurs vom Industriepark zum Hof. Ah doch. Dann nehmen wir doch den. So. Dann gehen wir hier kurz gucken. Ja, wir müssen Feld 19 bald abernten. Ich habe ja gesagt, ich möchte da einen neuen Feldrandkurs einfahren. Ich muss nur gucken, dass ich den richtigen Traktor wähle. Nehmen wir mal den hier. Der hat gerade sowieso nichts zu tun mit dem Striegel. Den Feldrennkurs sollte man nämlich wirklich... Ups, sorry. Die Schilder halt. Die Schilder sind immer fehl am Platz. Den Feldrennkurs sollte man nämlich möglichst weit außen einfahren. Das habe ich mal gemerkt, als ich es falsch gemacht habe. Da bin ich mit der Arbeitsbreite schon den Feldrennkurs abgefahren. Das war nicht so geschickt. So, wir lassen hier ein bisschen Platz. Noch ein bisschen. Wir fangen hier nach dem Hopfen an. So, dann sagen wir hier. Nee.
Wir können hier sogar berechnen. Was kommt dabei raus? Das hier, das ist Feld 8. Das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte einen neuen einfallen. Mal gucken, ob das von anderer Stelle ausgeht. Weil, wenn er hier Feld 8 nimmt, dann nimmt er wirklich nur Feld 8 und nicht diese gegenüberliegende Seite. Die hätte ich da aber gerne mit drin. Ah ja, Kursaufzeichnung. Muss ich mal gucken. Ging das vielleicht doch so? So. Wir düsen hier so richtig entlang. Sonst muss man hier nämlich immer zwei Feldrandkurse laden. Und das ist doof. So, weil ich hätte gerne, dass der hier ein Feld draus macht. Beziehungsweise eine Wiese. Dann werden wir nämlich in den nächsten Folgen relativ bald auch mal anfangen, Silage zu produzieren. Allerdings nur Gras-Silage, aber das macht ja nichts. Ja, entlang gebüßt. Hier leckt's wieder. Das ist immer, wenn ich irgendwie in der Nähe vom Hof bin. Ich dachte aber eigentlich, dass es die Funktion Feldrandkurs gibt. Gab's wohl doch nicht. Feldrandkurs, aktuell geladener Kurs, genau. Speichern. Kurs. W8. Oh, jetzt hoffe ich nur, dass ich keinen W8 habe. Jetzt haben wir 5 Minuten Blödsinn gemacht. Der berechnet hier irgendeinen Kurs, aber ich weiß gar nicht welchen.
Dann ist nämlich keiner geladen. Hier. Ich hätte aber gern. Feldrandkurs Nummer 1. Okay, das lassen wir, glaube ich, mal. Da werde ich mich nochmal informieren. Ich wollte jetzt diese zwei Wiesen zusammenlegen. Warum geht denn das nicht? Dann muss ich die einzeln einfangen. Feldrandkurs berechnen. Weil wir haben hier zwei Wiesen. Ja, zur Erklärung. Ne, wir haben hier nur eine Wiese. Hä? Ist ja komisch. Da steht 8 als 1. Aber wenn wir jetzt darüber fahren, haben wir einen anderen Feldrandkurs. So. Feldrandkurs berechnen. Siehst du? Und den gibt's eigentlich gar nicht. Ist sehr merkwürdig. So, wir nehmen jetzt hier mal kurz Schafe hoch. So, und der hier hat durchdrehende Räder, der ist wahrscheinlich am Silo hängen geblieben von der BGA. Der hat mal wieder große Dummheiten gemacht. Der bleibt ja immer wieder gerne mal an den Bäumen hängen. Ups. So. Ansonsten wäre der sehr zuverlässig. So, der Agro-Truck 8x8 ist angekommen. Das hält bei mir so lange, das ärgert mich. Diesel haben wir hinten dran. Ich muss natürlich auch einen Motor stoppen. Wobei, wir brauchen ja auch Kraftstoff für die Sojaproduktion, ja? Darf ich nicht vergessen. Deshalb schütten wir hier, glaube ich, nur 10.000 Liter rein und den restlichen 10.000, die machen wir bei der Sojaproduktion rein. Ist mir jetzt ausgegangen. Ach, der geht hier automatisch aus. Ist ja interessant. So, viel haben wir nicht mehr im Silo. 51.500 Liter. So, ja. Da wird man auf jeden Fall gleich mal 36.000 mitnehmen. Restdiesel nehmen wir auch mit zur Sojaproduktion. Maschinen müssen wir natürlich immer schön aufräumen, sonst sind die Plätze blockiert hier. So, und der hat den Trigger auch erreicht. Hier sind schon über 140.000 Liter Wasser drin bei den Gewächshäusern. Das ist jetzt erstmal die letzte Füllung und dann fahren wir mit dem Fass zur Sojaproduktion und werden dort die Milch von A nach B schicken. Dann fahren wir, glaube ich, mal einen neuen Kurs ein. Hof, Soja. Drücke mal falsch. Hof,
Soja haben wir nicht. So, ich werde mir Gedanken machen, wie wir bald Grassilage herstellen können. Dazu brauchen wir auf jeden Fall noch ein Gefährt. Und das ist der ein Krone-Fahrzeug. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon ausmalen, welches das sein wird. Ein großes. Weil wir ja im Moment kein Mähwerk mehr haben. Und dann können wir wieder ein bisschen Gas geben. Ein Krone-Fahrzeug wird es sein mit drei Mähwerken, der uns in 0, nix unsere Wiesen in Gras bringende Wollmilchsäure verwandelt. Haben wir die ganze Geschichte hier auch dann mal zur Sojamilchproduktion mit der neuen Kursart eingefahren. Vor allem hat man dahin ja noch gar keinen Weg. Was ich auch überlegt habe, ist einfach die Ortschaften zu verbinden mit Cosplay. Und dann in den Ortschaften die Wege neu einzufahren. Wäre wahrscheinlich auch interessant. Das heißt, wir haben Ortseingänge Südost-West und dann fahren wir ans Ortsschild und von da aus wird einfach immer der neue Kurs hinzugefügt. Das fährt ein bisschen arg schnell, hm? Aber geht schon. Wollte ich drücken. Ich hoffe mal, dass wir kein Problem haben, den Soja abzuliefern. Es war ja am Anfang katastrophal, bevor wir den Trigger umplatziert haben. Inzwischen sollte das recht gut gehen. Schon. So ja. Fertig. So ja, Milch. Fertig. Sehr schön. Das habe ich vorhin eigentlich gedacht. Wir können das Biodiesel gar nicht verkaufen, das stimmt aber nicht. Hä? Wo ist der Trigger jetzt schon wieder hin? Warum habe ich jetzt hier schon wieder keinen Trigger mehr? Das gibt's ja nicht. Was habe ich denn jetzt schon wieder für ein Problem hier? Wir liefern mal kurz den Diesel ab und dann probieren wir es nochmal. Das muss eigentlich gehen. Ich habe fast immer 60 FPS. Nur manchmal, da geht es nicht.
Und jetzt will es nicht mal, dass wir richtig hier stehen. Dann fahren wir hier einfach rückwärts rein. Ja, auch kein Dieseltrigger mehr. Das kann wohl nicht sein. Nee, man kann ich mit dem Fass hier keinen Diesel abliefern. Sein. Oh, dann muss ich hier einfach draufdrücken. So. Du guckst immer rechts unten, wann kommt das Symbol, wann kommt das Symbol. Und wenn es nicht kommt, dann hast du halt ein Problem. Das habe ich vielleicht hier auch. Ich kann hier nichts anliefern. Männer! Oder ist hier voll? Nee. Soja haben wir 30%. Die müssten eigentlich noch was nehmen. Muss ich den Trigger hier nochmal neu machen? Hier geht nichts rein. Ach Mensch, das nervt. Dann, ja. Schade. Der Diesel ist wenigstens drin. Dann werden wir uns nächstes Mal, bis nächstes Mal, nochmal um den Trigger hier kümmern. Ich habe keine Ahnung, weshalb der wieder nicht funktioniert. Weil es kann ja nicht sein, dass der nur an den Trampel Bandit gebunden ist. Das wäre doch zu krass. Dann machen wir Folgendes. Werde ich jetzt nochmal einen Kurs vom Soja zum Hof einfahren. Umladen auf den Krampel und probieren das mit dem abzuladen. Nächste Folge erfahrt ihr dann, ob es funktioniert hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.